Bricht das Beamtenversorgungssystem, das Beamtenpensionssystem in Deutschland zusammen? Haben wir zu viele Pensionszahlungen? Hintergründe und wichtige Informationen hierzu aus der Redaktion der Heute-Show mit Oliver Welke. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, das Thema Beamtenpension, Beamtenversorgung ist ja wirklich ein gesellschaftspolitisch brisantes Thema. Wir alle reden oder viele von uns reden darüber und sagen sich, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass pensionierte Beamte deutlich mehr Rente bekommen als ich, wenn ich 45 Jahre gearbeitet habe. Ich muss auch noch über meine Steuern die Pensionen der Beamten finanzieren. Meine Damen und Herren, und ich habe ein wunderbares Video dazu, zu diesem Thema, mal aus der Ecke des Humors gefunden. Und zwar aus der Redaktion der Heute-Show. Das schauen wir uns einfach mal an. YouTube-Video. Und zwar vom 22.09.2023. Und ich würde an bestimmten Punkten das auch mal kommentieren. Gehen wir einfach mal gleich in das Video rein, meine Damen und Herren. Ich finde es einfach nur sensationell, wie Olli Welke dort, der Herr Welke dort, die ganze Geschichte sieht. Hören wir uns das mal an. Hören wir uns mal an, was die Satiriker von der Heute-Show hier dazu zu sagen haben. Kommen wir nun aber zur Königsdisziplin der deutschen Politik. Probleme so lange ignorieren, bis sie einem in den Arsch beißen. Ja, Stichwort Beamtenversorgung. In den nächsten Jahren, hier sitzen einige, in den nächsten Jahren gehen in Deutschland ohne Ende Beamte in Pension. Und das wird mehrere Bundesländer finanziell überfordern. Das wissen alle Beteiligten schon seit Jahren, gemacht hat keiner was. Tja, müssen sich die Jüngeren eben mal was einfallen lassen. Wie Ja, meine Damen und Herren, das ist auch ein Punkt, den ich auch in verschiedenen YouTube-Videos und auf Textbeiträgen schon kritisiert habe, dass wir immer mehr und Beamte haben werden, die in Pension gehen. Und das kostet richtig viel Geld. Vater Staat macht das ganz clever. Der sagt, wir pensionieren, wir verbeamten die Leute. Das kostet uns weniger als die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die wir als Angestellte beschäftigen müssten. Wir verschieben einfach das Problem in die Pensionslast hinein, also in eine Generation später. Und dann hat sozusagen, naja, die A-Karte der Steuerzahler. Ja, gehen wir mal weiter rein. Wie sie das später finanzieren wollen. Ja, natürlich. Die wollten doch unbedingt die vielen Beamten einstellen, damals in den 70ern und 80ern. Ach, das waren die gar nicht? Guck an. Ja. Nee, das waren die nicht. Allein in den letzten 10 Jahren sind die Versorgungsausgaben für Beamte von Bund, Ländern und Kommunen um unglaubliche 50% gestiegen. Ja, meine Damen und Herren, auch das stimmt. Ja, die Statistiken zeigen es. Der Anstieg der Lasten, des Bundes, der Länder und der Kommunen, es sind alles letzten Endes Gelder. Das kommt alles von uns. Ja, sind um über 50% gestiegen auf sage und schreibe jährlich über 60 Milliarden Euro. Wir leisten uns ein zweites Altersversorgungssystem für Beamte mit 60 Milliarden Euro. Hören wir mal weiter rein, was Olli Welke noch zu sagen hat. Und liegen jetzt schon bei 60 Milliarden pro Jahr. Blöd. Finden Sie es gerecht, dass Beamte und Beamtinnen Ja, meine Damen und Herren, der Spezialist für die Beantwortung von solchen hochbrisanten gesellschaftspolitischen Fragen ist ja unser Bundeskanzler. Und wenn Sie sich dort angucken, was der auf die Frage zu antworten hat, ja, oder antwortet, dann ist das pure Arroganz und eine Frechheit, was dieser Bundeskanzler dort auf die Frage dieser Frau antwortet im Hinblick, warum Beamte nicht in die Rentenkasse einzahlen. Hören Sie sich einfach das mal an, was der dazu antwortet. Es ist eigentlich unglaublich, wie solche Leute unser so wichtiges Land führen dürfen. Nicht in die Rentenkasse einzahlen? Tja, da können wir den König von Preußen noch mal fragen. Also seitdem ist das so ungefähr, ja? Also, Sie glauben doch allen Ernstes, na sicherlich weiß ich auch als Jurist, dass das Berufsbeamtentum sozusagen seinen Boden
im preußischen Königreich hatte, ja, dass dort die ersten Beamten dort sozusagen gearbeitet haben für den preußischen König und der dort die Alimentierung vorgenommen hat. Er war sozusagen der Fürst, der König und hat sich um seine Leute gekümmert. Meine Damen und Herren, damit kann ich doch aber die Frage nicht beantworten und Olli Welke gibt natürlich oben noch ordentlich eins drauf. Ja. Gut, dann fragen wir nächstes Mal den König von Preußen. Vielleicht. Ja klar, wir fragen dann tatsächlich mal den König von Preußen, warum Beamte nicht in die Pensionskasse, in die Rentenkasse einzahlen. Kann der sich ja noch an seine Gespräche mit der Warburg Bank erinnern. Und da gab es natürlich noch den Hinweis auf diesen Warburg Bankskandal von Olli Welke. Vielleicht Kanzler da eventuell noch dran erinnern, aber offensichtlich hat er da auch schon so seine Erinnerungslücken. Ja? Und ich weiß, was Sie jetzt denken. Keine Angst, wir führen jetzt hier nicht die übliche Neiddebatte. Natürlich haben Beamte Pensionsansprüche, die man nicht in Frage stellen darf. Logisch. So, leider wird in Deutschland seit 2015 aber schon wieder mehr verbeamtet. Das heißt, da tickt wirklich eine Zeitbombe, vor allem in den Länderhaushalten. Meine Damen und Herren, auch mir gegenüber wird ja immer wieder der Vorwurf laut, ich würde eine Neiddebatte führen gegenüber den oder gegen die Beamten. Nein, meine Damen und Herren, ich führe überhaupt keine Neiddebatte. Ich hatte am 18.04.2024, war ich als Ruhestandsexperte eingeladen beim Expertentalk der NOZ, 19.30 Uhr. Und dort habe ich auch nochmal darauf hingewiesen, dass es dringend notwendig ist, um große Strukturreformen in der gesetzlichen Rente durchzuführen, dass alle Menschen in Deutschland ab 16, also ab Beginn einer Erwerbstätigkeit, in die Rentenkasse einzuzahlen haben. Unter anderem auch die Pensionäre, die Beamten und auch die Politiker, ganz klar. Ich habe da auch auf das System in Schweden hingewiesen, in der ersten Säule. Dort ist ganz klar geregelt, dass in der ersten Säule, in der Allmähenpension, aber auch in Österreich ist das so und auch in anderen Ländern, alle Erwerbstätigen in die Rentenkasse einzahlen. Hören wir mal an, was da Herr Welke noch so zu sagen hat. Man könnte auch sagen, eine Boomerbombe. Und wenn wir das weiter aussitzen, sind wir auch nicht besser als die Typen bei Peter Zwegert, die ihre Post nicht mehr aufmachen. Ja, dann sind wir kein bisschen besser, meine Damen und Herren. In Nordrhein-Westfalen, nur mal als Beispiel, hier in NRW, machen die Beamtenpensionen schon 35% der gesamten Personalkosten des Landes aus. Gleichzeitig. Meine Damen und Herren, wir reden nur von den Beamtenpensionen. Nicht die dazu kommen ja noch die laufenden monatlichen Kosten für die Alimentierung der Dienstbeamten, also die in aktiven Dienst sind, die bekommen ja auch Geld. Das kommt ja auch noch mit dazu, meine Damen und Herren. Das ist ein totaler Irrsinn, ne? Und das betrifft also nicht nur die Bundesländer oder die Kommunen, sondern eben auch den Bund. Eigentlich stellt man fest, träumen immer mehr coole junge Leute plötzlich vom uncoolen öffentlichen Dienst. Einige stellen sich das Ganze möglicherweise etwas zu relaxed vor. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht am Anfang irgendwas mit Kanzlei, wo man viel Geld verdient, zu machen. Und dann kurz, bevor man noch ins Beamtenverhältnis eintreten kann, dann vielleicht als Richter so entspannt die Termine immer nachmittags zu verlegen und so. Das könnte ich mir schon vorstellen. Jawollo, ja. Also wenn der junge Mann tatsächlich der Meinung ist, als Richter kann er hier mal cool irgendwelche Termine nachmittags verlegen, dann wird er relativ schnell begreifen. Der junge Mann, dass er als Richter in Deutschland, wenn er beim Amtsgericht Halle zum Beispiel arbeiten würde oder als Staatsanwalt in einer Staatsanwaltschaft, dass er da ordentlich schuften muss, dann nimmt er auch die Akten mit nach Hause. Also ich würde mir an seiner Stelle schwer überlegen, Richter zu werden in Deutschland, denn dieser Job ist, so ehrenwert er auch ist, wirklich richtig schwer. Und die Jungs, die Richterinnen und Richter, ich ziehe wirklich nur den Hut vor denen, die müssen wirklich richtig toffeln, die müssen schwer arbeiten für ihr Geld. Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass es den einen oder anderen Beamtenjob gibt, der deutlich angenehmer ist als ein Richterjob oder ein Staatsanwalt. Aber ja, sehr, sehr lustig. Das könnt ihr sich vorstellen. Nice ausschlafen und nachmittags auf Lock einen wegrichtern. Ne? Geiler Plan, Digga.
So, aktive Beamte sind für den Staat preiswerter als Angestellte, weil man die Sozialabgaben spart. Logisch. Das heißt aber, man verschiebt quasi die Versorgung seiner Beamten in die Zukunft. Ja, meine Damen und Herren, das hatte ich ja eingangs des Videos auch schon gesagt, dass Beamte, also wenn heute jemand in das aktive Beamtensystem einsteigt, dass der für den Arbeitgeber, für den öffentlichen Arbeitgeber, für den Dienst dann natürlich besonders günstig ist, weil er muss keine Sozialabgaben leisten. Ja, er führt nur die Lohnsteuer ab und das war's. Und den Rest muss der Beamte dann selber zahlen. Aber das ist auch ein bisschen zu kurz gedacht, lieber Olli Welke. Denn eines muss der Dienst ja auch zahlen. Der muss sich nämlich an der Beihilfe beteiligen. Beamte bekommen nämlich einen Teil ihrer Krankenversorgung kostenfrei. Wer bezahlt das? Sie, ich als Steuerzahler. Aber mit Sicherheit ist das auch ein Problem, was dann im Zusammenhang, wenn es tatsächlich mal dazu kommen sollte, dass Beamte in die Rentenkasse einzahlen, dass es dann auch dass das auch diese Unsitte aufhört, dass Beamte hier noch zusätzlich kostenfreie Krankenversorgung haben. Wir haben auch keine kostenfreie Krankenversorgung. Auf Kosten der jüngeren Generation. Ja, das ist so. Der jüngeren Generation, die dann weniger Spielräume hat für Bildung, Klima oder Infrastruktur. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, Beamte müssen dem Staat rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Das müssen Sie sich jetzt bitte mal ganz genau anhören, was in dieser Sequenz dort gesagt wird, wie ein Beamter sozusagen auch in seiner Freizeit aufzutreten hat im Vergleich gegenüber dem normalen Angestellten, gegenüber dem normalen Bürger. Das müssen Sie sich wirklich mal reinziehen, was dort der Professor, der jetzt gleich eingeblendet wird, zu sagen hat. Okay, die Öffnungszeiten der meisten Bezirksämter sagen was anderes, aber egal. Plus natürlich, Sie müssen stets gute Manieren zeigen. Das heißt, als Beamter auch außerhalb der Arbeitszeit daran denkt, dass er den Staat repräsentiert, also immer eine gewisse Würde, einen gewissen Anstand wahren muss und sich nicht so gehen lassen kann wie der normale Bürger. Können Sie sich das vorstellen, was das für eine Denkweise ist, was dieser Professor, dieser Juraprofessor, ist ja schon fast zum Wegschämen, wenn man diesen Unfug hört, den da. Da wird ein Vergleich angestellt. Also der Beamte muss eine Würde zeigen, also der muss quasi sozusagen, wenn er über den Markt von Halle geht, muss er dahin praktisch darüber schweben und der normale Bürger darf sich sozusagen hinstellen, darf mit schlampig rumlaufen, darf Romär rülpsen und furzen und weiß der Teufel was, ja. Aber der Beamte darf das halt nicht. Also was ist das für ein Blödsinn, meine Damen und Herren? Ich habe selber in meiner aktiven Laufbahn selbst bei den Richtern noch nie einen gesehen, der sich nicht genauso normal verhalten hat wie ich auch oder wie jeder andere auch von Ihnen, meine Damen und Herren. Da gibt es überhaupt gar keine Vorschriften, dass das anders zu sein habe. Was für ein Unfug. Ja, ja. Das kann sich der normale Angestelltenpöbel hier im Studio gar nicht vorstellen. Ja, ist doch so. Ihr könnt ungewaschen jeden Tag mit offener Hose zur Arbeit gehen. Ne? Mach's ja. Okay, meine Damen und Herren, also das soll es mal gewesen sein von der satirischen Seite her über das Berufsbeamtentum und auch die Fragen der Pensionszahlung für Beamte, meine Damen und Herren. Ich finde, dieses Video, diese Heute-Show-Sendung bringt es ja letzten Endes auf den Punkt. Auch wenn es wirklich sehr zum Lachen dort gebracht worden ist, es bringt es auch auf den Punkt, ein sehr ernstes Thema. Wir haben in Deutschland ein Beamtensystem, was richtig viel Geld kostet, was den Steuerzahler richtig viel Geld kostet. Der Beamte selbst, dafür kann er nichts, das ist im System eben so bedingt, zahlt für seine Pension nicht einen Pfennig selber ein. In irgendeine Pensionskasse zahlt er da nicht ein. Ja? Das kann ich ihm auch nicht verübeln. Ich würde das, wenn man mir das Angebot macht, Knöppel, willst du Beamter werden? Leider bin ich da jetzt ein bisschen zu alt dafür. Hätte ich das auch angenommen, völlig klar, ja, ich wäre ja blöd, wenn ich es nicht machen würde, aber letzten Endes, wenn man das mal gesamtgesellschaftlich sich anschaut, ist das schon eine ganz bittere Nummer. Wir leisten uns in Deutschland ein großes gesetzliches Rentenversicherungssystem, was zum überwiegenden Teil über Beiträge finanziert wird, aber auch schon zu einem erheblichen Teil mit Steuergeldern subventioniert wird, ja. Die deutsche Rentenversicherung wäre schon längst pleite, wenn der Bundeszuschuss nicht gezahlt würde. Und wir leisten uns ein Beamtenversorgungssystem
für deutlich weniger Beamte, die aber im Schnitt, im bundesweiten Schnitt, rund 3.000 Euro Pension bekommen. Ja, meine Damen und Herren, also, ich finde, super Video, schauen Sie sich bitte nochmal auf YouTube selber an. Sicherlich kann man darüber lachen, aber im Kern ist es doch tatsächlich so, dass da ein sehr, sehr ernster Hintergrund steht. Und ich finde es ganz, ganz toll gemacht von Herrn Welke, dass er dort sozusagen das Beamtenversorgungssystem so richtig schön auf die Schippe nimmt und den deutschen Staat einfach mal zeigt, dem Beamtenstaat zeigt, wie die Dinge tatsächlich liegen. Also ein ernster Hintergrund, satirisch aufbereitet, wunderbar gemacht, finde ich großartig. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass Sie auch ein bisschen Spaß an diesem Video haben und auch vielleicht noch die Ernsthaftigkeit dahinter. Dann ist uns schon vielen geholfen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Und bitte nicht vergessen, meine Damen und Herren, ich habe nichts gegen Beamte und ich freue mich, dass Sie alle eine Pension bekommen. Und ich möchte auch keine Neiddebatte führen, sondern ich will einfach nur auf das Problem hinweisen, dass wir uns im Beamtenversorgungssystem neben einer gesetzlichen Rente schlicht und ergreifend nicht mehr leisten können. Ciao!